Lost Places, Orte, an denen lange niemand war. Das ist spannend. Hinter jeder Ecke ist irgendwie noch eine Ecke. Wahnsinn. Meine Challenge, ich will Orte suchen, die ich legal betreten kann und trotzdem dieses morbide Entdeckergefühl haben. Ein bisschen Gruselklinik-Faktor haben wir hier natürlich auch. Ich zeig euch Kniffe. Aua. Damit bei euren Expeditionen nichts schief geht. Ich suche gleich nochmal das Entdeckergefühl. Mir ist auch gerade schon was auf den Kopf gerieselt. Ich glaube, wir gehen mal besser raus. Wir steigen hinab in ganz dunkle Ecken. Eine Reise in die Vergangenheit. Dieses Krankenhaus hier stand schon lange leer. Das hier sind Schränke, in denen waren früher Kindersachen aufbewahrt. Und zwar die Sachen von kranken Kindern, die hier in der Lungenklinik in den Heilstätten Harzgerode im Krankenhaus waren, teilweise monatelang. Und heute stehen sie hier noch genau so wie damals. Aber der Reihe nach. Ich bin mit jungen Leuten aus meiner Heimatstadt Aschersleben unterwegs und ich bin schon ziemlich aufgeregt vor meiner allerersten Lost Places-Expedition. Und damit bin ich nicht allein. Also, ich selber war noch nie in einem Lost Place und wollte es aber schon immer mal machen und freue mich da total, das jetzt mal erkunden zu können heute. Auch legal. Das kann man ja nicht so oft machen. Auch mal so ein bisschen vielleicht so in die Vergangenheit mit reingucken. Ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung, was hier überhaupt ist. Das weiß ich dafür umso besser. Ich kenne die Lungenklinik hier mitten im Wald. Als Kind war ich hier im Krankenhaus. Vor einem Vierteljahrhundert wurde das hier alles geschlossen. Heute ist das alte Tuberkulose-Krankenhaus ein alternatives Wohnprojekt. Und hier gibt es Führungen und ich habe uns angemeldet. So habe ich mir das vorgestellt. So. Klingel. Das ist Susanne. Mit ihr sind wir verabredet. Schönen guten Tag. Hallihallo. Ich hoffe, wir haben nicht zu sehr Sturm geklingelt. Hab ich? Nee. Danke. Ja, und das ist Steffen. Beide wohnen auf dem Areal. Und wir? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Gelände ist groß und die Sonne geht bald unter. Jetzt habe ich gerade was wiedererkannt. Da drüben war, glaube ich, Schulunterricht. Kann das sein? Genau. Ja, da musste man zur Schule gehen, wenn man als Kind in der Lungenklinik war. Das ist Level 1 auf unserer Expedition. Oh. Chefarzt Villa. Es gibt einen Besucher. Wer bist du denn? Das ist eine Kohlmeise, oder? Ist das eine Kohlmeise? Kohl. Blau, blau, blau Kohlmeise. Ui. Hat jemand ein Glas? Nee. Und ein Stück Pappe? Nee. Hier sind Stücke. Hier, und runter. Ja, du kannst doch den Vogel jetzt nicht hauen. Ich will ihn nur nach unten schubsen. Also, Türen zu, Fenster auf, vogelfrei, Treppe hoch. Schon mal einen Kleiderschrank mit Fenster gesehen? Also in Berlin würde das glatt als Wohnung durchgehen, wahrscheinlich. Das hier ist der Charme des Verfalls. Doch nicht nur die Zeit hat hier Spuren hinterlassen, sondern auch ungebetene Gäste. Kann man einfach irgendwo reingehen, wenn man ein leeres Gebäude sieht? In unserem Fall ist es eben streng genommen kein Lost Place mehr. Deshalb wünschen wir uns sehr, dass Leute vorher Bescheid sagen. Wer fragt, darf sich hier gerne umgucken. Für Lost Places gilt generell: Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Das sollte eigentlich alles erklären. Also nimm nichts mit, mach nichts kaputt. Lass kein Müll da, sei einfach ein Geist, nimm deine Fotos mit, erkunde den Ort und hinterlass ihn genauso, wie du ihn vorgefunden hast. Das sollte, wenn das alle beherzigen würden, bräuchte man keine strengen Regeln mehr. Wer Lost Places erkunden will, der braucht vor allem eins: Informationen. Denn einfach so irgendwo reingehen ist keine gute Idee. Aber habt ihr Tipps für legale Lost Places, schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare. Wahnsinn! Und für uns wird's gleich noch gruselig, beängstigend. Ah, fuck. Ich komme nicht weiter. Vorher gibt's noch diesen Lost Place. Sieht aus wie ein Wald bei Wittenberg, ist aber ein altes Fabrikgelände. Und heute Gefahrenzone, Kampfmittelverdachtsfläche. Wir sind vor dem Betriebstor der westfälisch-sächsischen... Jetzt hab ich sie wieder vergessen. Ich werde es noch lernen.
die WASAG, die Westfälisch-Sächsische Sprengstoff-Aktiengesellschaft, eine historische Sprengstofffabrik und heute ein Lost Place? Ah, fast. Das war die Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Aktiengesellschaft. Jedenfalls machen wir eine Führung. Nimm dir am besten noch einen Helm mit, haben sie gesagt bei mir in der Redaktion, und rüste dich mal so richtig aus. Wir gehen Lost Places suchen. Jetzt bin ich hier und könnte eigentlich 3 Tage im Wald überleben. Aber die ersten Gäste sind schon da und das sieht hier eher aus wie ein ganz kleiner Spaziergang. Was braucht's denn hier wirklich für die Tour? Ja, vor allen Dingen eine Kamera und Interesse. Hat mich das Wassergelände schon sehr interessiert, weil da steht ja immer Betreten verboten. Und meinte, die Kulissen zu gucken, ist mal was ganz Neues. Gleich heißt es, auf den Wegen bleiben. Am Schlagbaum vorbeigehen kostet normalerweise Bußgeld. Heute in fachkundiger Anleitung nicht. Hinter der Absperrung Ruinen des alten Sprengstoffwerks. Da rein können wir. Nein, Schwefelsäure mit Sprengmützerie. Ist ein bisschen schade, dass wir nicht reinkommen. Es hätte mich schon irgendwie gereizt. Aber das hier ist eine Führung für Leute an einem Samstagnachmittag. Wir schauen mal, ob wir noch mehr Abenteuer finden. Wir suchen mal. Abenteuer, die muss man sich schaffen. Also wie wir sehen wir nichts. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Alle anderen Fragen lassen sich beantworten auf der Führung. Dieser Ort lebt von den Geschichten, die der WASAG-Verein zusammengetragen hat. Ohne wäre das hier nur ein Wald mit ein paar Betonresten. Wirklich interessant. Dinge, die man noch wirklich nicht wusste. Also auch wenn man hier wohnt oder so. Ne? Also sehr, sehr interessant. Oh, wie gesagt, das Verbotene so ein bisschen zu erkunden, war schon ganz geil. Wir bringen einfach den Wald mit. Da läuft gerade eine Spinne über dein Objektiv. Kannst du die sehen? Guck mal. Das muss man hier mal machen. Ganz viel Geschichtswissen, total spannend und total leicht erklärt zum Erlaufen. Aber es war halt tatsächlich auch eher ein Spaziergang als eine riesen Abenteuertour. Ganz anders als im stillgelegten Krankenhaus. Die Tuberkulose-Heilstätte steckt aber auch voller Geschichten. Level 2. Hier ist tatsächlich mal ein Kind abgestürzt. Allerdings lag unten der Berg mit der ganzen Klinikbettwäsche. Und es hat es unbeschadet überstanden. Danach kam das zweite Absturzgeländer. Also dieser Krankenhausflur, der sieht noch genau so aus, wie ich ihn aus den 90er Jahren in Erinnerung habe. Hier gibt es fiese Geschichten, dass die armen Kuscheltiere eingesperrt wurden, weil die natürlich super Infektionsüberträger waren. Nico, noch dran. Falls du, dein Kuscheltier ist nicht mehr hier drin. Wir haben nachgeguckt, Nico. Und auch bei mir werden Erinnerungen wach. An Inhalationen, Sportübungen, Blutabnehmen aus dem Ohrläppchen. Das ist wirklich ein ganz merkwürdiger Ort, weil man hat offensichtlich versucht, es hier auch ein bisschen wohnlich und auch kindgerecht zu machen. Davon zeugen die Wandmalereien und diese ganzen Aufkleber, die wir hier überall haben. Aber ansonsten ist es schon wirklich ein beklemmender Ort hier. Aber lange nicht so gruselig wie der Keller der Isolierstation. Und den schauen wir uns gleich an. So. Wow. Ich bin echt ein bisschen platt. Ich glaube, gerade dadurch, dass es kein Museum ist, geht einem das mehr unter die Haut. Die Geschichte kennenzulernen, den Verfall zu sehen. Auf was kann ich mich einstellen, aber ich glaube, da kann man sich nicht drauf einstellen. Aber es ist mega cool, dass da jetzt wieder was draus gemacht wird. Da muss man sich vorab auch wirklich mit beschäftigen. Was besuche ich da jetzt eigentlich gerade für einen Platz? Auf uns wartet jetzt das Highlight, die Isolierstation. Genau das, was ich gesucht habe. Eine Zeitkapsel. Ist das geil. Hier wohnt aber keiner. Nee. Das ist ja hier kein Museum, sondern einfach ein leerstehender Ort. Da weiß gar nicht, wie man sich hier verhält. Und
besten nichts kaputt machen. Nichts kaputt machen. Nichts kaputt machen. Ich bin völlig überfordert. Es ist die blätternde Farbe da, um das jeder mal Farbe da knibbeln. Toll. Farbe. Da sind so viele Farbschichten, die. Oh ja. Also so ein bisschen baufällig wirkt das hier ja schon. Also, ja, also mir ist auch gerade schon was auf den Kopf gerieselt. Ich glaube, wir gehen mal besser raus hier. Hier wurden halt Kinder isoliert, wenn die halt ansteckend waren und hätten, die anderen hätten infizieren können. Also mir wäre das zu eng, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde Platzangst kriegen. Also ein bisschen ist das schon hier wie in so einer, wie wenn man sich in so einem Computerspiel oder in einem Film so eine alte Klinik forscht. Klar dienen, glaube ich, genau solche Objekte auch als Vorbilder für Filme und für Computerspiele natürlich. Ein bisschen Gruselklinik-Faktor haben wir hier natürlich auch. Habt ihr Licht dabei? Ja. So, jetzt kommt Level 3, der Keller. Ja, hauptsächlich auf Köpfe angucken. Wer Angst vor Spinnen hat, vielleicht Licht ausmachen hilft. Und das ist aber stabil. Das sollte stabil sein, genau. Gibt es irgendwo die Red Flags, wenn man nicht von draußen auf ein Gebäude gucke, wo ich sagen würde, da bleibe ich lieber draußen, da setze ich gar nicht erst meinen Fuß rein? Also Blick nach unten, Blick nach oben sind so die wichtigen Dinge. Ja, wenn der Boden irgendwie sich schon nach unten wölbt oder so, ist das ein gutes Zeichen, da große Vorsicht walten zu lassen. Ja. Aber das ist eine ganz doofe Idee, oder? Das ist im Keller. Im Keller, gönn klar. Wir. Ja. Ein junges Rehkitz im Wald. Das hat sich aber eher angehört wie eine Elefantin. So. Komplimente gratis. Aua. Und dann wird's eng. Und hier auf dem Boden liegt etwas. Gasmasken. Scheiße. Ja. Die Filter und Masken. Weil das sind ja ganz schön kleine Gasmasken auch, ja? Das war ja auch eine Kinderklinik. Ein bisschen beängstigend. Oh, warte mal, jetzt muss mal jemand. Das richtige Foto. Je mehr sich der Fotograf verbiegt, desto besser wird das Bild, habe ich mal gehört. Und dann ist da noch ein Loch. Ganz tief im Keller. Wir gehen wieder nach da vorne, ich muss jetzt nicht nach da hinten. Und so trennen sich unsere Wege. Ah, fuck. Ich komme nicht weiter. Du wirkst, als würdest du es herausfinden. Jo. Flori, los, du gehst vor. Ja. Na, du hast keinen Rucksack. Ach so, ja. Ich würde langsam. Ja. Echt jetzt? Ja. Du hast es gebucht. Jetzt, wo die anderen drin sind, kann ich auch sagen, dass es hier durch den Flur auch einfacher geht. Ja, aber nicht für mich. Meine Challenge, ich will das Entdeckergefühl suchen. Scheiße. Das wird nichts, oder? Ich suche gleich nochmal das Entdeckergefühl. Andere stellen sich da nicht ganz so doof an. Ich muss sagen, es ist spannend. Hinter jeder Ecke ist irgendwie noch eine Ecke. So. Genug gegruselt. Hier in der alten Turnhalle gibt es auch eine Ausstellung zur Geschichte der Klinik. Und die Heilstätten haben auch eine Zukunft. Hier lebt eine Gemeinschaft von Menschen, die sich um das Areal kümmert. Ich habe eine ganze Menge gelernt, nicht nur über alte Krankenhäuser, sondern auch über den Zauber von verlorenen Orten. Schwer beeindruckt hat mich, dass man hier einfach auch vorbeigehen und fragen kann. Und ja, Lost Places erkunden, das geht auch legal. Man muss sich nur ein bisschen kümmern und dann steht eigentlich tollen Bildern und ganz tollen Erfahrungen nichts mehr im Wege.